Ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben das Wort versus im Titel. KYC versus KYC-free. Die Debatte im Bitcoin-Universum. Es könnte hitzig werden, es könnte emotional werden. Zumindest ist das mir die letzten Monate oder Jahre im Bitcoin-Space begegnet. Dazu möchte ich schnell begrüßen Max Terteneck, CEO von Coinfinity, den Hauptsponsor hier. Hallo. Daniel Winkelhammer, CEO von 21 Bitcoin App. Orange Mike, Content Creator für Privacy-Themen, auch beim Bitcoin. Und Julian Linniger, CEO von Relay. Ja, wir möchten jetzt am Anfang schnell noch eine Einordnung machen, damit wir viele Themen behandeln können. Es geht um KYC und KYC-Free. Das Thema KYC-Lite spielt keine Rolle mehr, denn durch die MiCA-Verordnung ist es quasi ab dem nächsten Jahr oder die nächsten Jahre eh obsolet. Dann wird es kein KYC-Lite mehr geben. Was bedeutet KYC? KYC bedeutet, kenne deinen Kunden. Wer ist da? Wer kauft die Bitcoin? Es gibt eine zentrale Stelle, die quasi die UTXOs, die Bitcoin mit deinen Daten verbinden können. Und KYC-free bedeutet, es werden keine Daten erhoben von einer zentralen Stelle, von einer zentralen Börse, sondern es handelt sich um ein Peer-to-Peer, von Person zu Person Transfer, egal ob digital oder in der realen analogen Welt. Okay, das ist der Grundstock. Und meine Einstiegsfrage geht an Max Terteneck. Du bist schon sehr, sehr lange im Bitcoin-Space. Du konntest das die letzten Jahre sehr gut beobachten. Gibt es ein Problem für Bitcoin durch KYC? Ist da eine Gefahr? Schwierige Frage. Und stellt sich auch die Frage, richtest du die Frage an mich als Privatperson oder richtest du die Frage an mich als jemanden, der eine Bitcoin-Firma innehat? Und ich sage mal, als Privatperson muss ich sagen, es könnte ein Problem darstellen. Also wir sind ja in Österreich mit unserer Firma dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz unterworfen, wie auch die meisten anderen Bitcoin-Firmen. Und es gibt natürlich das legitime öffentliche Interesse, Geldwäsche zu verhindern, Terrorismus zu verhindern. Das ist ja was, wo wir wahrscheinlich uns alle einig sein werden, dass das hehre Ziele sind. Das Problem dabei ist nur, dass die Umsetzung dieses hehren Ziels aus meiner Sicht viele Seiteneffekte hat, die vielleicht in der Gesamtschau eher negativ überwiegen. Also diese daraus resultierende Datensammelwut, die uns allen aufgezwungen wird, unter Anführungszeichen. Dieses Sammeln von Kundendaten hat wahrscheinlich weniger Effekt in der Vermeidung von Geldwäsche, als es negative Aspekte auf die Nutzer hat. Wobei man sagen muss, ist ja erst seit 3 Jahren so, dass wir in Österreich und in anderen europäischen Ländern tatsächlich so ein Regulativ haben. Davor, die Jahre davor, also wir sind das seit 2014 schon am Markt, hatten wir tatsächlich keine Regelung von der Finanzmarktaufsicht, sondern waren ein normaler Gewerbebetrieb. Und wir hatten damals schon angefangen, schon in der zweiten Woche unseres Bitcoin-Betriebs, wo wir den ersten Bitcoin-Automaten Österreichs in Betrieb hatten, ein 250-Euro-Limit einzuführen. Einfach aus dem eigenen Interesse raus, weil wir gesehen haben, dass Kunden zu uns kamen, die wir eigentlich nicht unbedingt wollten. Also man kann KYC auch aus dieser Richtung sehen. Man kann auch sagen, ich will eigentlich schon auch aus Eigenschutz wissen, wer ist eigentlich der Kunde und will ich mit diesem Kunden eigentlich interagieren. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, in der Gesamtschau ist das, was wir an Regulatorien hinsichtlich KYC durchführen müssen, wahrscheinlich eher negativ behaftet als positiv, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, vielen Dank. Daniel, du bist in Deutschland, eine Exchange. Du, Österreich, auch in Österreich, Österreich. sorry, ja. Wie stehst du dazu? Mich würde auch als allererstes deine private Meinung interessieren und dann schauen wir uns das auf Firmenebene an. Ja, also ich kann grundsätzlich dem Max da auch zustimmen und auch aus privater Sicht sehe ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber grundsätzlich ist meine Meinung, dass einfach jede Person sollte eigentlich die Informationen haben, um wirklich eine Entscheidung zu treffen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und wir leben einfach in Europa, in der EU, in rechtsstaatlichen Demokratien und da ist es eben auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel wirklich nur Bitcoin kaufst, ohne jetzt KYC zu machen, und du möchtest dann vielleicht in 15 Jahren diese Bitcoin auch verwenden, um vielleicht mit deiner Familie ein Haus zu kaufen oder eben die Bitcoin auszugeben,
dann wirst du es halt leider schwer haben, wahrscheinlich größere Beträge wieder auch in das Fiat-System rückabzuwickeln und wieder rauszukommen. Das ist natürlich aus dem ganzen Regularien geschuldet, aber das sollte man sich halt immer bewusst sein. Und ich glaube, das wird auch wenig diskutiert, diese Vor- und Nachteile. Und ich glaube, dann muss jeder für sich selbst eben entscheiden. Aber die Informationsgrundlage sollte eben für jeden da sein. Okay. Mike, du hast es gerade schon gehört. Ich sehe deine Blicke teilweise. Du siehst das wahrscheinlich alles aus einem anderen Blickwinkel. Was denkst du? Welche Gefahren kommen durch KYC? Aber vielleicht geh auch schon mal drauf ein, wenn du möchtest. Gibt es Gefahren bei KYC-free? Naja, wir haben wer gestern meinen Vortrag gehört hat über den digitalen sicheren Hafen, habe ich viel gesprochen darüber, aber wir brauchen ein Asset, was eine niedrige Eintrittsbarriere hat. Sobald wir da jetzt KYC reinbringen, ist die Eintrittsbarriere nicht mehr niedrig. Dann wird es für manche Menschen nicht mehr machbar sein, wahrscheinlich an Bitcoin zu kommen, aus verschiedensten Gründen, weil der Reisepass nicht passt. Die kommen aus falschen Ländern oder sonst was, wir kennen das ja. Manche haben vielleicht gar keinen Reisepass, das heißt, die sind schon mal komplett ausgeschlossen von dem Bitcoin-System. Und was wir natürlich mit den ganzen KYC auch raushebeln, und das fehlt mir komplett, ich habe auch gestern darüber gesprochen, wir brauchen Bitcoin ist ein pseudonymes System. Sobald wir jetzt KYC reinbringen, hebeln wir eigentlich die Pseudonymität raus und wir haben jede Adresse mit unserer echten Identität verbunden und das ist natürlich schon eine große Gefahr, die ich sehe hier. Dann gehen wir weiter, Julian. Vielleicht gehst du auch schon auf die Argumente von Orange Mike ein. Wie stehst du persönlich zu dem Thema KYC? Ja, ganz ehrlich, ich finde es persönlich auch eher uncool, was da geschieht in den letzten, ich würde es jetzt mal etwas größer framen, in den letzten Jahrzehnten, was mit dem ganzen Finanzsystem, jetzt auch Fiat-Finanzsystem, seit den 80er, 90er Jahren eigentlich passiert, auch bevor es Bitcoin gab. Und ich glaube, es ist eben genau wichtig, dass es Bitcoin gibt, um dieser Entwicklung etwas entgegenzuwirken. Aber es ist ja wirklich so, seit den 80er, 90er Jahren, vor allem auch seit der Finanzkrise in 2009, wird das Finanzsystem eigentlich absolut überreguliert. Es ist wirklich krass, oder? Das Bargeld wird immer mehr wegreguliert, es gibt immer mehr Kontrolle, es gibt immer mehr Daten werden eben gesammelt. Das heißt, es geht auch immer viel mehr Macht zu den zentralen Akteuren wie den Regierungen und den Regulatoren und eben zum Nachteil von den Benutzern, die ja eigentlich wirklich nur Wert von A nach B transferieren wollen und eigentlich nicht voll supervised und nach getrackt werden wollen. Oder deshalb finde ich das schon eine negative Tendenz, in der wir aber ganz klar drin sind und eben seit der Finanzkrise noch mehr beschleunigt. Und deshalb finde ich es genau wichtig, dass es eben Bitcoin gibt als Antithese dafür und gerade auch für eben kleinere Schwellen, wie du gesagt hast, Max, ich habe das sogar selbst initiiert, dass eben so die kleinen, also ich meine, was bringt das 100, 200 Euro oder so voll durchzuregulieren? Jetzt mit Mika ab 25 wird dann in ganz Europa halt ab 10 Euro bereits alles full KYC. Also irgendjemand kann nicht mehr für 10 Euro Bitcoin kaufen. Oder das finde ich schon eine sehr, sehr negative und etwas beängstigende Entwicklung, in der wir aber leider drin sind. Und mit Bitcoin zum Glück gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man eben pseudonym noch mit etwas Privatsphäre und außerhalb des völlig überregulierten Finanzsystems seinen Wert halten und transferieren kann. Wir haben gerade jetzt deine persönliche Meinung gehört. Gibt es einen innerlichen Konflikt zwischen deiner Privatperson Julian und der Geschäftsperson Julian zu Relay, weil ja quasi durch die Exchanges das umgesetzt wird, was verlangt wird? Also ist eine sehr persönliche Frage, musst du nicht beantworten, aber gibt es einen Konflikt bei dir? Ja, klar, absolut. Ja, also ich meine, wir haben hier Relay eigentlich auch auf der Prämisse gegründet, dass wir es so einfach und so unkompliziert wie möglich machen wollen, für Leute bereits ab 10, 20 Euro in Bitcoin zu investieren. Und weil wir das aus der Schweiz raus machen, konnten wir das jetzt lange Zeit und können wir auch noch ungefähr 1,5 Jahre lang, das eben quasi ohne KYC-Verifizierungsprozess oder eben mit Light KYC
machen, dass die Leute eigentlich die App runterladen können, innerhalb von einer Minute bereits ab 10 Euro Bitcoin kaufen können und direkt in die eigene Wallet erhalten können. Super einfach, weil wir wollen es ja ermöglichen, so vielen Leuten wie möglich eben, in Bitcoin zu kommen. Und das wird jetzt halt verunmöglicht durch die ganze Überregulierung. Leider, das ganze KYC-Regime wird immer strenger, vor allem in der EU mit MiCA und so. Das heißt, ich als Privatperson und eben auch quasi meine Vision der Zukunft wäre eigentlich so, wie wir es jetzt mit Relay angedacht haben. Geschäftlich als CEO muss ich leider natürlich jetzt immer regulierter werden, weil wir auch weiter expandieren wollen, weil wir aktiv Kunden akquirieren wollen in EU-Ländern, müssen wir uns diesem ganzen MiCA-Regime halt auch unterordnen. Und für Venture Capitalists, also für Investoren, ist Regulierung natürlich immer super. Für die kleinen Unternehmer, wie wir sind, eigentlich nicht, weil die Competition wird immer höher und es wird für uns eigentlich immer schwieriger, mit den ganz Großen mitzuhalten, weil ich meine, Bitpanda, Coinbase, die haben natürlich Budgets für Hunderte von Anwälten und Millionen Budgets in Regulatory, Legal und Compliance jedes Jahr. Die können das alles easy mitmachen, die können sich all diese Lizenzen holen und dann wird es für uns natürlich immer schwieriger. Wenn man jetzt aber mit Venture Capitalists spricht, Investoren, kann man natürlich sagen, hey, wenn wir hochreguliert sind, dann wird es eben gerade für Neueinsteiger, andere kleine Startups, die einem den Markt streitig machen wollen, wird es schwieriger. Also so diese, das Mold, nennen sie das, oder aufzubauen, dass es eben für Competitors schwieriger wird zu competen. Und deshalb, wenn ich den Hut CEO anhabe, sage ich ganz klar, ja, wir müssen, we need to embrace regulation. Ich persönlich finde es halt uncool, was da passiert. Okay. Wir haben hier drei Exchanges auf der Bühne sitzen mit Coinfinity, mit 21 Bitcoin und mit Relay. Orange Mike, an dich. Das sind alles im Endeffekt nach unserer Definition KYC-Plattformen. Welche Alternativen gibt es denn und wie entwickelt sich da der Markt im KYC-Free-Bereich? Welche Möglichkeiten hat man da? Soll ich Namen aufzählen? Also Firmennamen, Unternehmennamen? Du kannst es mir sagen, wie du es machst, persönlich, mach, wie du es möchtest. Gut, also bei mir schaut es, ja, ich verdiene ja Bitcoin, bei mir schaut das ein bisschen anders aus. Bei mir ist, ich muss ja Bitcoin, ich muss Euro Shitcoin kaufen. Und das versuche ich natürlich über, da gibt es eine gute Plattform, die BISC. Die ist wirklich komplett dezentral und auch super liquide, weil immer wieder kommt, das ist no KYC, das ist alles so nicht liquide, aber BISC ist okay für den, wo, also für meine Summen, die ich dort rüber schmeiße. Und es wächst, kommt mir vor momentan. Es kommen da immer mehr Plattformen. Ich glaube, jetzt ist auch Wechsel hier draußen, die ziemlich neu sind. Peach Bitcoin ist jetzt auch ein Schweizer Unternehmen, die sind jetzt dazugekommen. Also es wird mehr und ich denke, das Interesse der Leute wird auch mehr, weil sie merken eben durch solche Verrücktheiten, die sich so manche ausdenken mit MiCA und hast du nicht gesehen und wir sperren euch da und dort weg. Die Leute werden Auswege suchen und wollen das nicht mitspielen. Also das wird weiter wachsen, denke ich mal. Okay. Daniel, du musst es nicht beantworten. Wie würdest du Bitcoin kaufen? KYC oder KYC-free? Was präferierst du? Ja, also ich kaufe natürlich bei uns, bei 21 Bitcoin. Und wir haben ja nicht umsonst auch Bitcoin direkt im Namen. Das heißt, wir versuchen schon sehr, die Grenzen auch auszuloten. Und wir sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, Lightning zu integrieren, was das ganze Thema Privacy auch noch einfach besser macht. Und wir versuchen halt einfach in unserem Produkt, das auch für Bitcoiner, von Bitcoinern, für Bitcoinern zu bauen. Das heißt, wir machen jetzt auch gerade eine XPub-Integration. Das heißt, es ist ja auch besser, nicht immer auf die gleiche Adresse auszuzahlen. Und wir werden das auch so lösen, dass wir zum Beispiel nicht diesen XPub speichern für dich, sondern wir generieren einfach Adressen daraus, die wir dann speichern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber im Grunde genommen versuchen wir jetzt schon die Grenzen auch des Möglichen auszureizen und wirklich da auch dagegen zu pushen. Und ich glaube, das ist auch als Industrie wichtig. Das Gleiche, was Relay, glaube ich, auch macht und Coinfinity, dass wir da einfach gemeinsam auch versuchen, innovativ zu sein. Und es ist auch nicht umsonst im deutschsprachigen Raum, also so eine riesen Community, der Dachraum. Und ja, ich glaube, wir versuchen eben da das Möglichste zu machen und wirklich auch für Bitcoiner ein gutes Produkt zu machen. Okay. Max, denkst du, ich möchte mal ein bisschen so in der Realität auch ankommen, denkst du, es ist möglich, jemanden, der noch nichts von Bitcoin gehört hat, zu onboarden, indem man ihm eine KYC-Free-Plattform empfiehlt? Oder denkst du, dass das
unrealistisch ist und dass man im Endeffekt, dass es eher Schritte sind, die man gehen muss oder dass es von jedem selbst kommen muss? Man kann das, glaube ich, nicht generalisieren. Also das hängt immer sehr stark von der jeweiligen Person ab. Also KYC oder nicht KYC-Plattformen wie Peach oder BISC oder ähnliches sind super interessant. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, man handelt anstatt mit einem regulierten Gegenüber, das auch gewisse Rechte einzuhalten hat und Pflichten hat, mit einer beliebigen Person auf der anderen Seite der Welt, mit der es gut gehen kann, mit der es aber auch nicht gut gehen kann. Die Frage stellt sich, ob man sein Gegenüber, den Bitcoin-Neuling, irgendeiner x-beliebigen Person aussetzen möchte. Natürlich, da gibt es auch Regulierungsmechanismen, Bewertungen etc. Aber da wäre wahrscheinlich mein Ansatz eher, denjenigen darüber aufzuklären, was die eventuellen Gefahren von KYC sind, weil das Problem ist ja, dass viele Personen mit Computersicherheit gar nichts am Hut haben, da beginnt mal das Problem. Nicht nur bei den Kunden und Kundinnen, sondern auch bei den Unternehmen. Und B, mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Daten, die eventuell heute gesammelt werden, auch in 10 Jahren noch verfügbar sind oder möglicherweise auch gehackt werden oder geleakt werden. Das Bewusstsein fehlt da ehrlicherweise bei vielen Kunden und Kundinnen auch. Mit denen mal drüber zu sprechen, und dann würde ich aber wahrscheinlich trotzdem tendieren, sie eher zu einer KYC-Plattform zu schicken, einfach aus dem Grund, dass dort für die Kunden wahrscheinlich größere Rechtssicherheit herrscht. Und das vielleicht auch noch eine Ergänzung zum Julian, auch aus unserer Sicht als Unternehmer. Natürlich die ersten 6 Jahre in Österreich waren unter Anführungszeichen wunderbar, aber wir mussten uns unsere eigenen Regeln zusammenbasteln. Und die Rechtssicherheit, die dann herrscht, wenn der Regulator kommt und sagt, so sind die Regeln und so sind die einzuhalten, sind natürlich auch eine Erleichterung als Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Und man kann das auch mitgestalten. Also aus meiner Erfahrung, wir sind mit dem österreichischen Regulator in recht gutem Austausch und es gibt da schon gewisse Stellschrauben. Nicht so, dass da jetzt quasi das von oben herunter diktiert wird, sondern da wird durchaus auch ein Austausch gepflegt und gewisse Dinge sind beeinflussbar, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Ich möchte jetzt direkt Mike wieder noch mit reinnehmen. Welche Kritik hast du an die KYC-Plattform? Also hast du Kritik? Wenn ja, welche ist an das? An die KYC-Plattformen oder KYC-free? Nee, KYC-Plattform. Also welche Kritik hast du? Naja, sie sind halt schon, also man muss sich bewusst sein, oder sie ist den Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, dass man seine Daten wieder irgendwo zentral wohin schickt. Es gibt kein Unternehmen, was dir garantieren kann, dass diese Daten 100% sicher sind. Wer schon länger bei Bitcoin dabei ist oder im Krypto, ich sage jetzt mal Krypto, wahrscheinlich werden es gleich wieder alle, aber da war da ein Fall bei Binance, da ist Binance gehackt worden, nicht Binance direkt, sondern die Verifizierungsfirma für Binance, also wo man halt seinen Reisepass und hihihoho und das alles macht. Und die sind gehackt worden, diese Hacker haben Binance erpresst, haben gemeint, wir wollen 100 Bitcoin, weil sonst landen diese ganzen Fotos und Passwörter im Internet. Und das hat, glaube ich, einen Tag nur gedauert und es ist dann wirklich, da hat es einen eigenen Telegram-Channel gegeben, wo alle Passports und sowas drin gelandet sind. Und da fängt es dann nämlich richtig an, lustig zu werden für die Leute, weil da geht es dann mit Identitätsdiebstahl los. Und da hat es dann Fälle gegeben, wo manche Leute auf einmal von Banken Briefe bekommen haben, dass der Kredit nicht mehr getilgt wird und sowas, und die haben den aber nie aufgenommen. Das ist, okay. Das ist eine Riesengefahr, da muss man sich schon bewusst sein. Ja. Julian, dann die Frage oder die Kritik, wie schützt ihr die Daten eurer Kunden? Was tut ihr alles und geht ihr wirklich an das absolute Maximum, die Privatsphäre zu schützen? Ja, also es fängt ja schon damit an, dass wir eben nur das absolute Minimum an Daten sammeln. Bisher als Schweizer Firma ist es eben so, dass wir zum Beispiel keine Wohnsitzbestätigung, keine ID, Passkopie und so weiter bei uns halten müssen. Also wir machen nur das absolute Minimum. Dann zum Beispiel müssen wir die Kundendaten 10 Jahre leider eben aufbewahren. Das machen wir, aber dann auch nicht länger. Also nach 10 Jahren würden wir dann auch löschen. Also wirklich so, erstens das Minimum sammeln ist sicher wichtig und zweitens setzen wir Daten auf externe Provider. Also wir sind da mit einem FINMA-lizenzierten Unternehmen, das nennt sich KYC Spider, eines der wenigen auch wirklich Banken, Schweizer bankentauglichen Unternehmen, machen wir das eigentlich absolut via Outsourcing. Das ist auch das Einfachste, was das Audit angeht. Also Revisionsstellen mögen das, Regulatoren mögen das, wenn nicht da ein junges Bitcoin-Startup geführt von einem knapp 30-jährigen Dude irgendwie die Kundendaten hält dann auch, weil eben wir können weniger in
Cybersecurity und Datenschutz investieren, als das jetzt so ein Unternehmen mit irgendwie 100 Leuten kann, die nur sich auf das fokussieren und die das auch für Banken machen. Oder? Also deshalb vertrauen wir da 100% bei der Datensammlung und Datenspeicherung und dann den ganzen Checks, die da, Monitoring, die da gemacht werden müssen, PEP-Checks und so weiter und so fort, vertrauen wir wirklich auf einen regulierten, erfahrenen Anbieter, der seit irgendwie 2015 mit 100 Leuten nichts anderes macht als das. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig für die Kunden zu verstehen, eben wenn sie mit einem KYC-Provider arbeiten, eben was dann mit den Daten passiert, ob die selbst irgendwie das auf einem Google Drive nicht wirklich sicher lagern oder eben bei einem spezialisierten Unternehmen. Okay. Ich würde jetzt, wir haben jetzt ein bisschen die Kritikpunkte von beiden Seiten ausgelotet. Ich möchte nochmal ein praktisches Lebensbeispiel an dich, Mike, geben, wo wir vielleicht auch ein bisschen kritisch auf die KYC-Free-Plattform gehen. Ich stelle mir vor, ich erzähle meiner Mutter was von Bitcoin und sage, pass mal auf, KYC ist nicht gut. Ich erkläre ihr Bitcoin, ich gebe ihr vielleicht sogar ein paar Satoshis, damit sie da auch handeln kann. Und den nächsten Tag bekommt meine Mutter oder in der nächsten Woche einen Brief von der Staatsanwaltschaft, dass sie jetzt Zeuge in einem Vermittlungsverfahren ist, wo es um Geldwäsche geht. Wie gehe ich mit meiner Mutter um? Naja, man muss schon, das ist natürlich ein guter Kritikpunkt, aber kein valider, weil wir müssen uns bewusst sein, wenn wir in OKWC unterwegs sind, auf BISC oder so, dann sind wir am freien Markt unterwegs. Das heißt, da gibt es eben keine, die auf uns aufpassen, wir haben Eigenverantwortung. Und was dort passieren kann, ist eigentlich das Gleiche wie auf einem Flohmarkt, wo du auch Diebesgut kaufen kannst. Du hast die gleiche Situation auch. Da kommt irgendwer zu dir und fragt, wieso hast du den Fernseher vom Bauer Lutz auf einmal bei dir im Wohnzimmer stehen oder du kaufst bei eBay. Also es ist ein freier Markt, das ist, müssen wir uns schon bewusst sein. Das kann natürlich dann, wenn wir sowas kaufen bei BISC, es gab Fälle, also man darf das nicht leugnen, es ist nicht so, dass das jetzt jeden Tag passiert, aber es sind Fälle, die uns, das wird ungemütlich für deine Mutter, das wird es auf jeden Fall, aber man muss dieses Ding rausnehmen, die Leute glauben, wenn sie No-KYC kaufen, dann kann man nichts belegen und auch dieses Steuerthema ist immer so, ja, ich kaufe No-KYC und jetzt kann ich steuerlich nichts mehr nachweisen, war immer hier das Argument. Das ist Blödsinn, weil du alles nachvollziehbar, jeden Kauf, jeden Verkauf, dann haben wir noch die Blockchain, die transparente, wo man auch noch die Transaktionen nachweisen kann und deine Mutter dann kann eben zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, ich habe mir da eben Bitcoin gekauft bei dem mit dem Wissen oder ja, mit dem Wissen oder mit der Vermutung, dass es eben ein guter Verkäufer ist, mit der nichts Kriminelles vorgehabt und das geht, so wird es auch gelöst in der Praxis, so sieht es aus. Ja. Hast du persönlich schon mal tatsächlich Neulinge genauso geonboardet, dass das auch funktioniert hat, direkt mit KYC-freien Plattformen? Sagen wir so, mein Onboarden schaut ein bisschen anders aus, wahrscheinlich als bei den üblichen Bitcoinern, weil ich komme aus der Privacy-Schiene, also ich sage nicht, Bitcoin fix das und investiere alles rein, dann werden die meisten Leute das Wort KYC gehen, das ist klar. Mhm. Was ich dir dann schon sage, ist, das war auch mein Grund, warum Bitcoin, wir haben ein Opt-out-System, wo ich eben keinen Ausweis brauche und nichts und wo ich nicht getrackt werde sofort. Und das versuche ich den Leuten am Anfang auszuloten, wo möchte der hin? Möchte der eigentlich immer mehr Fiat machen? Dann werde ich sagen, okay, dann geht zu einer von den drei Kollegen hier. Wenn ich aber merke, okay, der möchte im System bleiben, möchte eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft, das heißt irgendwo was kaufen und so weiter und möchte sich da eigentlich drin bewegen oder möchte sein Vermögen so absichern, dass man nicht getrackt werden kann und dann stecke ich die Arbeit schon rein und sage KYC-free. Vielleicht jetzt nicht gleich BISC, weil das ist am Anfang ein bisschen hardcore, aber und die Leute verstehen das. Ich habe dann einen älteren Herrn angebordet, der ist bei BISC und der hat in Zypern, der hat das mitbekommen, was in Zypern los war nach dem Bankencrash, wo die beim Bankomaten auf einmal miep, kein Geld mehr. Und lustigerweise, diese Generation, die versteht das sofort, für den gibt es keinen. Der hat mich gefragt, warum will ich dann Ausweis, wenn ich Bitcoin kaufe? Da habe ich gesagt, naja, die Herrschaften wollen das. Und der hat gefragt, gibt es keine Alternative? Sage ich, doch, da. Das. Und der hat sich dann hingesetzt, hat das gelernt und es geht. Also es muss ich auch nicht widersprechen. Man kann ja durchaus zum Beispiel einen Sparplan der Convenience halber bei einer KYC-Börse haben und dann peu à peu auch KYC-frei Bitcoin kaufen. Das sind ja keine zwei Dinge, die jetzt kollidieren miteinander. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Handelt sich wirklich KYC versus KYC-free oder ist es nicht eher eine Entwicklung? Ist es nicht vielmehr eine Diversifikation, um den Lebensumständen der Realität zu begegnen, die wir aktuell haben? Also wir wünschen uns ja immer viel, aber wir müssen uns ja auch mit einer gewissen Realität auseinandersetzen. Und
Daniel, wie siehst du das? Ja, ist es für dich schwarz-weiß oder? Definitiv nicht. Also ich sehe das so, jeder soll die Entscheidungsfreiheit haben. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es auf individueller Ebene passiert. Und einfach, dass die Menschen wissen oder die Person weiß, okay, was sind die Vor- und Nachteile, wie ich auch eingangs schon erwähnt habe. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Also diese Wissensvermittlung, was glaube ich generell auch sehr, sehr gut im Bitcoin-Space ist. Es gibt super viele gute YouTube-Kanäle, Podcasts. Und ich glaube, genau da Orange Mike zum Beispiel. Genau, und, nein, ich muss was ändern. Ich glaube, da muss man einfach schauen, dass man den Leuten auch Zeit gibt und dass die einfach diese Informationen wirklich auch aufnehmen können. Und dann soll jeder, glaube ich, seine individuelle Entscheidung treffen. Und ich glaube, jeder muss sich auch bewusst sein, was möchte er damit erreichen. Also du hast das eh ganz gut zusammengefasst. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Also alles hat, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile. Und jeder muss individuell für sich selbst entscheiden. Okay, perfekt. Kann ich kurz einwerfen? Also ich finde, das Problem, was wir bei KYC-Free haben, ist, da steckt kein Unternehmen dahinter. Dadurch ist das, da gibt es kein Marketing. Also wie bei Bitcoin, wir haben kein Marketing, sondern es ist eigentlich Mundpropaganda. Und da kam gerade so YouTuber und Podcast und alle, die irgendwo im Bitcoin-Space sind, die arbeiten natürlich damit diese Affiliate-Links zusammen. Das haben wir bei KYC-Free nicht. Und ich weiß, Leute, die kommen über Podcasts rein und kaufen halt KYC am Anfang, stoßen dann irgendwo auf mich und sagen, Mensch, Mike, wieso habe ich dich nicht schon früher kennengelernt, dann hätte ich doch gleich da. Und da finde ich, da müssen wir schon, ja, da gut gesagt, Aufklärung auf beide Seiten, so wie ich auch mache. Also KYC oder du hast diesen Weg. Und das fehlt im ganzen Space, finde ich. Das ist wirklich ein Problem, weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir eigentlich unehrlich zu den Leuten, ne? Weil vielleicht möchte der gar nicht KYC kaufen. Der hat das eben gar nicht anders gewusst, sondern der wird da wo reingezwängt und fragt sich eigentlich, warum muss ich da wieder KYC machen, da kann ich gleich zur Bank gehen. Ne? Ja, das Problem ist halt, dass KYC less zu kaufen super, überhaupt nicht nutzerfreundlich ist am Anfang. Und dann müssen wir uns als Community entscheiden, ja, wollen wir mehr Leute reinbringen und mal eben innerhalb von einer Minute mit ein paar Klicks können die Bitcoin kaufen, können einen Sparplan einrichten. Und dann je mehr die das machen, desto mehr lernen sie auch drüber. Und irgendwann, das ist ja auch eine Journey, oder? Irgendwann kommen sie dann auf diesen Privacy-Aspekt und dann kann man ja immer noch mit CoinJoin und so weiter und dann weiter vielleicht mit größeren Beträgen, dann später auch mit BISC und so weiter. Und dann kann es jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, wir würden, wenn wir nur noch No KYC oder KYC-Free Leute onboarden möchten mit BISC und so weiter, dann hätten wir einfach noch 10-mal weniger Nutzer jetzt im Space, weil es geht halt auch darum, die 90% der Nicht-Freaks anzusprechen. Ich verstehe, ich nenne das immer, das ist halt diese Massenadoption um jeden Preis. Das ist bei mir so. Ich weiß nicht, warum wir so ein zwanghaftes Verhalten haben, so schnell alle reinholen und macht KYC vollkommen wurscht, weil wir werden, der Bitcoin wird das überleben. Das ist nicht so. Wir müssen wirklich realistisch sein. Mit Mika kommt jetzt sowas her, die setzen die Bremse und an den Börsen hängen Analyseunternehmen. Da gibt es jetzt auch den Fall mit Roman Sterlinghoff, heißt der, glaube ich, den es da ziemlich auseinandernehmen mit sowas. Also das ist, man müssen da schon aufpassen. Das ist guter Punkt. Ich würde zum Abschluss nochmal eine abschließende Frage gerne, könnt ihr selbst beantworten, mir egal ob Max, David oder Julian. Gibt es nicht noch Möglichkeiten, die im technischen Portfolio bei euch stecken, dass ihr mehr Privacy und vielleicht noch mehr Tools einbaut? Das Thema CoinJoin ist gerade schon gefallen. Gibt es da denn Tendenzen, dass das vielleicht direkt in die Wallets integriert wird, damit man, es geht mir gar nicht so sehr um die Identität, sondern es geht ja auch darum, dass man nicht jedem zeigen will, wie viel Stack man hat. Und wir wissen, die Timechain ist ein offenes Buch, da kann jeder reinschauen. Ist es dann nicht auch an den Börsen oder an den, ihr kennt euch ja gut aus, kommt sowas? Ist das geplant? Also zwei Punkte dazu. Man kann auf der einen Seite mal viele Dinge ausbauen. Also wir haben beispielsweise sämtliche Tracker, Facebook, was alles sonst rumschwirrt, was man für Marketingzwecke braucht, ist bei uns draußen. Das gibt es nicht mehr und das wollen wir auch in Zukunft weiterführen. Das ist die eine Geschichte. Hat jetzt nicht unbedingt was mit KYC zu tun, aber ist auch Teil des Ganzen. Das Zweite, natürlich kann man technisch auf der Bitcoin-Seite sehr viel tun. Also Lightning, wie schon gesagt, ist natürlich was. Braucht ehrlicherweise auch im Austausch mit dem Regulator noch ein wenig länger, weil die das verstehen müssen. CoinJoin zu integrieren, wir haben schon darüber nachgedacht, bringt einige Schwierigkeiten mit sich, muss man sagen. Weil es gibt auch Kunden, die wollen gar keine gecoinjointen Transaktionen. Das heißt, man müsste irgendwie optional machen, aber man kann darüber nachdenken. XPub-Integration, auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und was auch eine Möglichkeit ist, dass man darüber nachdenkt, dass man seine Hot Wallets so gestaltet, dass sie vielleicht von außen nicht
bis in alle Ewigkeit nachvollziehbar sind, sodass man dann vielleicht von außen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Transaktionen der Kunden machen kann. Das ist auf jeden Fall alles was, was man machen kann und wir aktiv auch dann arbeiten. Ja. Julian, ich habe im Vorfeld zu der Thematik Tracking oder auch dem XPub auch Fragen erreicht zu Relay. Aus meiner Erkenntnis war das noch nicht so auf dem Standard. Ist das in Zukunft geplant, dass der Adresswechsel automatisch funktioniert, also wie es erst David schon gesagt hat, dass man versucht, den XPub mit einzubinden, dass man wechselnde Adressen hat, weil ich, das White Paper kennst du auch, in Punkt 10 steht es ja auch durch Satoshi Nakamoto beschrieben, dass wir ständig wechselnde Adressen brauchen, um die Funktionsweise auch zu garantieren. Ja, absolut. Klar, da werden wir auch dran. Das Ding ist, es gibt dazu zwei Blocker. Einerseits sind wir halt wahrscheinlich von allen diesen Plattformen am meisten Newcomer orientiert und wir kriegen von sehr vielen Leuten dann auch die Rückmeldung so, hey, Address Change, was ist das? Stell dir vor, du hast ein Bankkonto und die IBAN wechselt jeden Tag. Das findest du dann irgendwie auch komisch und dann gibst du irgendjemandem die Adresse. Und am nächsten Tag siehst du aber bei dir eine andere Adresse und denkst, scheiße, wenn der mir jetzt Geld schickt auf die andere Adresse, funktioniert das dann noch? Das sind diese, also die sind auf einem Level, wo sie das noch nicht verstehen. Also es würde zu Confusion führen, erstens, aber das wäre sicher lösbar. Das zweite ist, dass in unserem Setup, wo wir auch der Non-Custodial Wallet Provider sind direkt, brauchen wir den Proof of Ownership. Also das heißt, im Hintergrund wird eine Nachricht signiert, wenn ein Auftrag kreiert wird, also ein Kaufauftrag. Und wenn wir Address Change machen würden, müsste das jedes Mal wieder neu manuell passieren, gemäß unserem Regulator, weil die haben das, und ich glaube, alle Regulatoren haben das wie noch nicht begriffen, dass eben mit XPub trotzdem, dass das verschiedene Adressen sind, dass alles zum gleichen Private Key gehört und so weiter. Da sind wir auch dran, die Leute zu educaten bei den Regulatoren, aber das ist wie, das wäre Stand jetzt noch ein Graubereich, den wir, wenn wir das so einführen würden, und dem wollen wir uns aktuell nicht aussetzen. Okay. Ich möchte mich recht herzlich für die Diskussion bedanken, für eure Offenheit, für eure, ja, es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ihr so offen darüber sprecht. Dafür würde ich nochmal gerne herzlich Applaus vom Publikum. Ich denke, die Debatte wird nie enden und das ist auch gut so. Wir tun alle unser Bestes und vielen Dank. Danke.